Willkommen zu Bayern im Blick, unserem landespolitischen Gespräch. Auch heute geht es wieder um den Tourismus in Bayern. Zu Gast ist der Staatssekretär Franz Josef Pschirer. Ich grüße Sie. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, heute reden wir über den Tourismus. Nun ist der Tourismus in Bayern natürlich auch sehr kleinteilig organisiert. Planungsregionen, touristische Regionen, einzelne Hotels, einzelne Hotelketten, einzelne Täler, einzelne Liftbetreiber, einzelne Weinbauern. Jeder kommuniziert und giert um den oder bewirbt sich um den ausländischen Gast. Und da ist Ihnen eine Dachmarke im Moment gelungen. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen mit Bayern-Tourismus, eine Dachmarke Bayern als Tourismusland. Und das wollen wir uns mal anschauen. Sie haben einen sensationellen Film produzieren lassen. Josef Vilsmaier ist ja bekannt und der hat einen Kinofilm gemacht. Da können Sie in 10 Sekunden sehen, warum es sich lohnt, nach Bayern zu kommen. Flugaufnahmen, die Alpen, München, die Schlösser. Was hat denn der gekostet? Das verbietet jetzt das Wettbewerbsrecht, darüber nähere Auskünfte zu geben. Da sehen Sie den Flughafen, Sie sehen auch die fränkischen Weinberge sogar. Auch natürlich FC Bayern, unverzichtbar, auch für den Tourismus. Kann man damit Gäste locken? Absolut. Die Dachmarke Bayern ist eine großartige Marke. Und zu dieser Dachmarke Bayern gehören natürlich auch Bereiche, über die man manchmal gar nicht so spricht. Das ist der FC Bayern, das ist beispielsweise auch eine weiß-blaue Edelmarke der Automobilindustrie. Und deshalb tun wir uns, was die Akquise von Gästeankünften aus dem Ausland angeht, natürlich schon etwas leichter wie andere Bundesländer, weil der Begriff Bayern positiv besetzt ist und der Begriff Bayern weltweit eine Marke ist und auch bekannt ist. Und das nutzen wir natürlich auch zugunsten des Tourismus. So, jetzt haben wir die Luftaufnahmen auch noch gesehen. Also ein wunderbares Kinowerk, das bewirbt Bayern ohne Worte. Was Internet? Bestes Beispiel vielleicht auch, wenn man diesen Film sieht, ein klassisches, traditionelles Bayern mit den Trachten, mit den Musikkapellen, mit viel Kultur, Tradition, Brauchtum. Aber auch das moderne Bayern, das kulturelle Bayern, das sportbegeisterte Bayern, das Bayern als weltoffenes, gastfreundliches Land, das dokumentiert dieser Vilsmaier-Film in eindrucksvoller Weise. Und deshalb ist er für uns ein ganz wichtiges, positiv besetztes Werbeelement. Und auch wir dokumentieren das lebenswerte Bayern, 16 bayerische Lokalsender, um es mal ganz nebenbei zu sagen. Wir haben auch eine ganze Reihe von touristischen Senderubriken. Aber ich wollte Sie noch am Schluss was anderes fragen. Tourismus in Bayern hat auch die Gesundheit entdeckt als Quelle. Da kommen sehr viele ausländische Gäste, weil sie hier gesund werden wollen. Wie wichtig ist denn da, das Pflänzchen zu pflegen? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Pflänzchen, das wir ganz bewusst pflegen. Nicht nur mit Worten, sondern ganz konkret mit Taten. Das heißt, das Bayerische Wirtschaftsministerium hat seit wenigen Monaten ein weiteres Referat im Tourismus. Dieses Referat widmet sich ausschließlich dem Themenbereich Gesundheitstourismus, Gesundheitswirtschaft. Wir arbeiten da sehr eng auch mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium zusammen. Und das Ziel heißt, möglichst viele Gästeankünfte zu generieren aus dem Ausland, die nach Bayern kommen, weil sie Bayern nicht nur als Urlaubsland erleben wollen, sondern auch als Land, wo sie sehr viel für ihre Gesundheit tun können. Bayern hat Hightech-Medizin zu bieten, Bayern hat aber auch in der Prophylaxe viel zu bieten. Ich denke an unsere Naturheilverfahren, bestes Beispiel Kneipp, weltweit bekannt, die Lehre des Wasserdoktors Sebastian Kneipp aus Bad Würishofen. Bad Würishofen ist nur ein Beispiel. Bayern hat aber auch zu bieten, was den Reha-Bereich angeht. Das heißt Prophylaxe, Hightech-Medizin und auch der Reha-Bereich, eine komplette Wertschöpfungskette, die wir abbilden. Um das voranzubringen, gibt es eine interministerielle Arbeitsgruppe, an der die Ministerien, die im Freistaat Bayern mit Tourismus zu tun haben, also das Bayerische Wirtschaftsministerium, aber auch das Bayerische Sozialministerium, das Bayerische Umweltministerium, das Bayerische Landwirtschaftsministerium, alle Ministerien haben sich zum Ziel gesetzt, in der Koordination mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium dafür zu sorgen, möglichst viele Gästeankünfte aus dem Ausland nach Bayern zu bekommen, und zwar in alle Regionen des Freistaates Bayern. Und dass wir da erfolgreich sind, zeigen unsere Zahlen. 2014 war das Spitzenjahr in der Geschichte des bayerischen Tourismus. Wir haben über 32 Millionen Gästeankünfte gehabt, die insgesamt 82 Millionen Übernachtungen getätigt haben. Und wenn man mal sieht,
was an Wertschöpfung hinter so einer Übernachtung steckt. Es ist ja nicht nur das Hotel und der gastronomische Bereich, sondern der Gast konsumiert ja über das Hotel hinaus, macht Dinge im Einkauf tätig und lässt auch Geld im Freistaat Bayern, wo andere Branchen profitieren. Also Tourismus im Freistaat Bayern, Leitökonomie, wichtiger Bestandteil der bayerischen Volkswirtschaft, flächendeckend im gesamten Freistaat Bayern vertreten, bestens aufgestellt, aber noch mit Luft nach oben. 35 touristische Destinationen haben wir. Ich freue mich über viele Regionen, die sich zusammenschließen, auch überregional. Ich will mal nennen die Ammergauer Alpen, das Tegernseer Tal, wunderschön, aber alles unter einer großen Dachmarke Bayern mit einem großen Wiedererkennungswert, den wir in der ganzen Welt nutzen wollen. Herr Staatssekretär, jetzt haben wir, vielen Dank für das Gespräch, jetzt haben wir 10 Minuten geredet über den Tourismus des schönen Bayern. Ganz ohne Bier, ganz ohne Oktoberfest, ist eine Leistung. Wollen wir das kommt im nächsten Jahr, 2016, ein ganz spannendes Jahr. 500 Jahre Qualitätsnachweis aus Bayern, bayerisches Reinheitsgebot. Also, das war die Botschaft. Ich bedanke mich fürs Dasein. Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, einer der legendären 94er im Bayerischen Landtag. Danke fürs Dasein. Vielen herzlichen Dank.